Ich bin im nationalen Begleitgremium, weil ich meine Perspektive als junger Mensch einbringen möchte. Wir selbst haben jetzt sehr wenig von der Atomenergie profitiert. Nächstes Jahr ist Schluss und wir müssen uns so ein bisschen um den Müll kümmern. Also wenn das Endlager in Betrieb geht, dann bin ich auch schon sehr alt. Also müssen wir uns auch darum kümmern, dass die nachfolgenden Generationen bei dem Thema mitgenommen werden und dann die nächsten auch noch.